Ich möchte jetzt noch überleiten zum letzten Vortrag von heute. Der wird gehalten von Dr. Jonas Zeitz, auch Privatdozent. Er ist am Gastrozentrum Hirslanden, Klinik Hirslanden. Und er wird berichten über meine Darmspiegelung steht bevor. Was gibt es zu beachten und wie bringe ich meinen Darm richtig sauber? Jonas? Lieber Stefan, vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich hier heute über das Thema Darmspiegelung und Vorbereitung des Darms und sprechen zu können. Ich möchte erst einen kleinen Exkurs machen, wie es überhaupt zur Endoskopie gekommen ist oder wie die Entwicklung war zu der heutigen Endoskopie. Das nenne ich mal vom Schwertschlucker zur Endoskopie. Und es war ein langer Weg, bis man zu den Geräten gekommen ist, mit denen wir heute die Untersuchungen machen. Das werde ich später noch zeigen. Die ersten Geräte gab es tatsächlich schon 1809. Und zwar waren das, Sie sehen das auf der linken Seite von der Folie, war das eine Wachskerze und ein Konkavspiegel, wo dann an die Körperöffnungen angepasste Spekula angebracht wurden, womit dann der Untersucher in die Harnröhre oder in den Darmausgang hineinblicken konnte. Man kann sich vorstellen, aufgrund der Öffnung dieser Geräte und auch der Lichtverhältnisse, die eine Kerze bringt, waren die Ergebnisse noch nicht allzu zufriedenstellend. Weil die Lichtverhältnisse so schlecht waren, hat man dann rumexperimentiert, unter anderem mit Spiritus, Petroleum, Magnesium und Schwerbenzin. Eine hellere Flamme gelang dann 1853 mit brennendem Gasogen. Der Erfinder, der Antonin-Jean Desaumureux, ist auch als Vater der Endoskopie bezeichnet durch das Gerät, was er entwickelt hat. Da sieht man auch auf der linken Seite Zeichnungen dieser Apparatur. Das Problem ist, dass dieses brennende Gemisch, was man in diesem Gerät benutzt hat, sehr heiß geworden ist. Man hat zwar etwas mehr gesehen, aber die Geräte sind sehr, sehr heiß geworden. Die erste Endoskopie dann am lebenden Menschen erfolgte dann 1868 durch den Internisten Adolf Kussmaul. Er hatte die Aktion eines Schwertschluckers beobachtet und sich gedacht, ich konstruiere doch ein Gerät, mit dem ich ganz ähnlich das dann einführen kann und dann einen Blick in die Speiseröhre und in den Magen werfen kann. Er hat dann zwei 43 cm lange Tuben entwickelt. Mit denen gelang dann schon ein Blick in den Magen, aber auch dort wegen den schlechten Sichtverhältnissen waren die Ergebnisse immer noch nicht besonders gut. Das erste Gerät dann mit Beleuchtung und Spülung, was besser an die anatomischen Verhältnisse angepasst war, folgte dann 1881. Es war gekühlt mit Wasser und hatte so Platinglühfäden, die gekühlt werden mussten. Und neu war auch, dass man die Patienten nicht mehr in Rückenlage, sondern in Linksseitenlage untersucht hat, wie es auch heute der Fall ist. Und das Morphium war entdeckt worden. Das heißt, man hat auch eine Möglichkeit, bei diesen damaligen doch noch sehr brutalen Untersuchungsmethoden den Patient ein Schmerzmedikament zu geben. Die Endoskopie, wie wir sie dann heute kennen, die entwickelt sich dann ab 1931. Dort wurde von Rudolf Schindler ein halbflexibles Endoskop entwickelt mit einem Linsensystem und einer biegbaren vorderen Anteil vom Gerät, das sich besser dem Rachenraum der Speiseröhre auch dem Magen anpassen konnte. Und das war dann eigentlich der Durchbruch für die Magenspiegelung. Sie sehen hier auf der linken Seite auch Bilder der Untersuchung. Das erste vollflexible Glasfaserendoskop wurde 1958 vorgestellt. Die Geräte, die wir jetzt heute verwenden, da sehen Sie so ein Endoskop auf der rechten Seite abgebildet. Das ist ein vollflexibles Endoskop mit Arbeitskanälen, Kamera und auch Spülkanal, mit dem man arbeiten kann. Und damit sind sehr detailreiche Aufnahmen möglich. Ich bin mir nicht sicher, ob der Film jetzt flüssig bei allen zu sehen ist. Das ist bei diesen Zoom-Konferenzen manchmal ein Problem. Auf jeden Fall, falls es zu sehen ist, sieht man, dass hier ist eine Aufnahme aus dem Dünndarm eines Patienten, dass da eine Vergrößerung möglich ist bis auf die kleinsten Details im Dünndarm, wo man die ganz feinen Zotten sogar erkennen kann.
Und warum machen wir jetzt die Koloskopie? Zum einen ist das wichtig für die Vorsorge. Das ist eigentlich die Hauptanwendung, weshalb die Koloskopie angewendet wird. Zum anderen natürlich auch für die Diagnostik und Verlaufskontrolle bei Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Für die Vorsorgekoloskopie wird die verwendet, um Polypen bzw. Adenome zu entwickeln. Und das sind Veränderungen der Darmschleimhaut. Sie sehen das hier auf der linken unteren Seite vom Vortrag. Das sind zunächst noch gutartige Veränderungen der Darmschleimhaut, die dann über die nächsten Jahre wachsen können und immer größer werden. Und desto mehr Zeit so ein Adenom, so ein Polyp Zeit hat zu wachsen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort drin Krebsvorstufen bilden können, sogenannte Dysplasien. Und das Ziel der Darmspiegelung zur Vorsorge ist es, diese Polypen noch zu entdecken, solange die noch in einem kleinen Stadium sind, sich noch nicht bösartig verändert haben und dann entfernt werden können. Und Sie sehen auf der rechten Seite vom Vortrag so einen kleinen Polyp der Darmschleimhaut, den wir dann suchen. Und so ein Messwert, der verwendet wird, für wie erfolgreich bei einer Darmspiegelung diese Polypen gefunden werden, ist die Adenoma-Detektionsrate. Und ein Zielwert für einen Gastroenterologen, der regelmäßig Vorsorge-Darmspiegelung durchführt, ist das im Prinzip bei jeder dritten Darmspiegelung bei Männern und bei 20% Untersuchungen bei Frauen auch Polypen dann bei der Vorsorge-Darmspiegelung gefunden werden. Und Sie sehen da den Polyp auch auf der rechten Seite, der ist nicht besonders groß. Und darum ist es auch wichtig, eine gute Vorbereitung zu haben für die Koloskopie, weshalb ich auch gleich darauf eingehen möchte, wie diese Vorbereitung für die Darmspiegelung abläuft und worauf zu achten ist. Und die Empfehlungen aktuell sind die, dass wenn eine Darmspiegelung zur Vorsorge durchgeführt wird und die Vorbereitung nicht gut genug ist, um Polypen bis 5 mm zu finden, dann sollte sie, also falls Polypen über 5 mm übersehen worden sein können, aufgrund zu schlechter Vorbereitung, dann sollte die Darmspiegelung unter besserer Vorbereitung nochmal wiederholt werden. Und hier sehen Sie jetzt auf der Folie ein Beispiel für einen sehr gut vorbereiteten Darm. Man sieht schön das Gefäßmuster von Darm. Die weißen Flecken, sind Lichtreflexe der Darmschleimhaut. Auf dem rechten Bild ist noch ganz klein gelblich, auf dem rechten Bildrand eine ganz leichte Restverschmutzung. Das ist alles noch völlig im normalen Bereich. Das lässt sich mit den Geräten einfach wegspülen. Wenn wir jetzt auf diese Bilder hier schauen, sehen wir einen deutlichen Unterschied. Hier ist noch deutliche Restverstuhlung mit teilweise noch festen Nahrungsbestandteilen zu sehen. Man kann sich vorstellen, dass unter dieser Vorbereitung Polypen übersehen worden sein können. Man hat das auch in großen Studien untersucht, ob das wirklich so ist, dass wenn die Vorbereitung nicht gut genug ist, ob dann ein schlechteres Outcome, also ob dann häufiger große Polypen übersehen werden oder auch es zu Darmkrebs kommt. Und in einer großen Meta-Analyse von ganz vielen Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, hat man herausgefunden, dass wenn die Vorbereitungsqualität mittelgut ist, dass das noch ausreichend ist, um zu sagen, man muss jetzt nicht unbedingt direkt nochmal die Darmspiegelung wiederholen. Aber wenn die Vorbereitung schlechter als das ist, dann wird eigentlich zu einer Wiederholungskoloskopie geraten. Und für diese Vorbereitung gibt es verschiedene Abfülllösungen. Ich gebe jetzt hier nur eine Auswahl an, ohne Präferenz für eins. Und die nennen sich MoviPrep, PlanView, Cololyt, PicoPrep. Und es gibt auch viele andere und auch in verschiedenen Ländern viele verschiedene Präparate. Das sind so die Präparate, die häufig zum Einsatz kommen. Und wichtig, dass man den Darm auch gut vorbereiten kann und dass dieser mit dieser Abfülllösung dann auch gut freigespült werden kann, ist, dass man bestimmte Sachen beachtet. Das eine ist, dass man 4 Tage vor der Untersuchung, falls möglich, kein Müsli, Vollkornbrot, Früchte oder Gemüse zu sich nimmt, besonders Gemüse mit kleinen Kernen, wie zum Beispiel Weintrauben, Melonen, Gurken oder Kiwi.
und einen Tag vor der Untersuchung die Ernährung entsprechend anpasst, dass man zum Frühstück zum Beispiel nur Weißbrot isst, Zwieback oder Honig oder auch Konfitüre ohne Kerne und Tee oder Kaffee. Aber man sollte Früchte, Gemüse, Salat, Milch und Milchprodukte meiden, sowie auch Vollkornprodukte und Weizenkleie etc. Und zum Mittag- und Abendessen, dass möglichst wenig auch feste Nahrungsbestandteile dann im Darm vorhanden sind, bevor man mit diesen Abfülllösungen anfängt, sich dann nur noch mit flüssiger Kost ernährt, zum Beispiel Tee oder Bouillon. Der Ablauf der Darmvorbereitung, der ist dann hier einmal exemplarisch skizziert. Am Tag vor der Darmspiegelung würde man am späten Nachmittag die erste Dosis der Abfülllösung zu sich nehmen. Das ist, je nach Präparat sind das verschiedene Volumina. Und danach dann noch möglichst viel klare Flüssigkeit nachtrinken. Das kann Tee, Wasser, Apfelsaft sein. Man kann auch Sirup noch dazu mischen. Wichtig ist, es sollte kein Kaffee sein. Und es geht dann in der Regel so 1 bis 3 Stunden, nachdem man diese Flüssigkeit getrunken hat, dass es dann zu Durchfall kommt und der Darm freigespült wird. Man hat dann in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, diese zweite Dosis auf den nächsten Tag zu verschieben, nicht beides hintereinander einzunehmen. Darum wird in der Regel empfohlen, ein sogenanntes Split-Dosing, sagt man dazu. Das heißt, man würde sich dann zur Nachtruhe begeben und dann am nächsten Tag 5 Stunden vor der Untersuchung die zweite Dosis der Abfülllösung trinken und dann auch noch klare Flüssigkeit hinterher. 4 Stunden vor dem Untersuchungstermin sollte man dann keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen, dass der Magen auch leer ist. Und allfällige Medikamente können an den Morgenuntersuchungen in den meisten Fällen noch wie gewohnt eingenommen werden. Ausnahmen gibt es da zum Beispiel für Diabetiker. Und dann folgt danach die Koloskopie, wo der Darm hoffentlich so schön sauber ist, wie Sie auf den Bildern zuvor sehen konnten. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt ein wenig näher gebracht, wie die Darmspiegelung abläuft, wie überhaupt die Entwicklung war, dass es zu einem Endoskop kam, worauf Sie achten müssen. Bin für Fragen gerne noch bereit. Gut, Jonas, herzlichen Dank für die schöne Zusammenfassung, eindrücklich, wie sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat. Vielleicht auch noch so ein paar Fragen. Warum sind Diabetiker Ausnahmen? Das Problem ist, dass die Patienten, die Diabetes haben, die müssen ja entsprechend ihrer Nahrungsaufnahme auch Medikamente oder auch Insulin spritzen. Und wenn dann durch zu wenig oder weniger Kalorienaufnahme am Vorabend und am Morgen ist diese Therapie dann, muss die häufig umgestellt werden, dass die dann nicht unterzuckern. Und deshalb muss gerade bei Diabetikern vorher mit dem behandelten Arzt dann besprochen werden, wie die Diabetestherapie dann entsprechend angepasst werden muss oder vielleicht einfach pausiert werden kann. Eine sehr gute Einwand. Generelle Frage: Könnte man einen Online-Austausch aufgleisen für Betroffene, um sich gegenseitig Tipps zu geben? Ich glaube, dazu wird dann Bruno Giardina ganz am Schluss wahrscheinlich noch etwas sagen. Können Sie noch etwas zu den Artikeln sagen? Jonas, sind Divertikel ein Problem oder wie siehst du das? Also Divertikel bei einer Darmspiegelung sind was sehr Häufiges. Die finden wir so bei den Vorsorgedarmspiegelungen bei fast jedem dritten Patienten. Die machen sicherlich das Abführen etwas schwieriger, weil sich in diesen, also Divertikel sind, für die das nicht kennen, das sind Aussackungen der Darmschleimhaut durch so Muskelschwachstellen. Und in diesen Taschen im Darm kann sich dann mehr Stuhlgang sammeln und die Divertikel machen es häufig schwieriger, dass der Darm dann korrekt vorbereitet werden kann. Das heißt, Personen mit vielen Darmdivertikeln ist es häufig schwieriger, den Darm richtig sauber zu bekommen. Das ist so. Gut, sehr gut. Ich glaube, damit, im Moment gibt es keine weiteren Fragen für dich, Jonas, aber ich glaube, damit würde ich noch, falls ihr auch einverstanden seid, nochmal so durch die Fragen durchgehen und vielleicht noch die restlichen offenen Fragen dann beantworten. Also Luc und Pascal, wenn ihr euch vielleicht auch noch, oder vielleicht auch du, Bruno, wenn ihr euch noch unmuten könntet. Vielleicht eine Frage, die Wahl der Therapie bei Fisteln und Engstellen.
glaube, da geht es, glaube ich, dem Fragesteller oder der Fragestellerin vor allem darum, ob man quasi operieren soll oder ob man irgendwelche anti-inflammatorischen Therapien einsetzen soll oder ob man Ballon dilatieren soll. Vielleicht Pascal, wie siehst du das? Wie handhabst du das? Die Frage ist jetzt bezogen, nehme ich an, auf eine ideale Stenose respektive eine ideale Fistulierung, oder? Denkst du auch, dass die Frage so gemeint ist? Das ist keine Anlage, sondern eine ideale Frage. Ja, also das war bis jetzt verstanden. Ja. Genau. Also, da sind Sie in einer Situation, wo Sie sehr effizient und gut und engmaschig behandelt werden müssen und wo man auch wissen muss, wann man kapituliert und zur Operation schreitet. Wenn Sie einen großen Abszess haben, dann brauchen Sie eine Drainage vor einer Operation. Wenn Sie Fisteln haben, die einigermaßen in Kontrolle sind, dann brauchen Sie eine effiziente Therapie und das wird dann eine Anti-TNF-Therapie sein. Und einige würden dann sagen, am besten machen das kombiniert, diese Therapie. Professor Rogler hat dem mal gesagt, das ist das Abkühlen, also das Downstagen. Aber ich glaube, da sind Sie gut betreut, wenn Sie effizient behandelt werden unter engmaschiger Kontrolle. Mhm. Wenn Sie eine Stenose haben, ja, dann kann man die dilatieren. Die Dilatation ist manchmal extrem schwierig und manchmal einfach. Und ich glaube, alle, die hier sind, die würden, falls das sinnhaft scheint, eine Dilatation machen. Eine Dilatation geht nur für eine Stenose, die kurz ist, also 2-3 Zentimeter oder so, nicht lang. Mhm. Aber das ist ein spezieller Fall, der dann speziell diskutiert werden muss. Ganz genau. Vielleicht an Luc eine Frage. Kann man Kinder, zum Beispiel 13-Jährige, auch Anti-Integrine oder Anti-IL-12-23 Antikörper geben bei Crohn? Die Familie schreibt, dass sie quasi Humira empfohlen hat. Würdest du da jetzt irgendwie anders entscheiden oder wie würdest du vielleicht bei Kindern vorgehen? Ja, also wir müssen alle ein bisschen vorsichtig sein, weil wir mit der Erfahrung mit Kindern nicht so viel Erfahrung haben. Aber ich denke, man kann Folgendes sagen. Also bei Kindern ist das Humira und TNF-Hemmer sind einfach gut untersucht. Es gibt schon seit vielen Jahren und man hat explizit Studien auch bei Kindern gemacht, Zulassungsstudien. Und deshalb ist das Humira sehr bekannt. Jetzt weiß man aber aus Erfahrungsberichten von Kindern, die auf TNF-Hemmer nicht angesprochen haben, dass man Vedolizumab vor allem hat man schon mehr versucht. Ustekinumab gibt es auch so erste Fallberichte. Also man weiß, dass das möglich ist bei Kindern. Und von dem, was Sie auch von Pascal Frey gehört haben oder jetzt auch von mir, vom Mechanismus wäre es natürlich attraktiv zu sagen, wenn ich mein Kind nicht immunsupprimieren muss, dann, dass ich das als Alternative nehme. Hier müssen Sie so eine Art Balance für sich finden in der Überlegung, nehmen wir etwas, was altbekannt ist, wo wir die Sicherheit schon kennen. Das wäre jetzt schon eher das Humira. Oder gehen wir eher in eine Richtung von etwas, wo wir noch wenig Erfahrung haben? Und meistens würde man sich in der Pädiatrie zuerst mal für das Altbekannte mit der Erfahrung entscheiden. Mhm. Jonas, du hast ja früher auch ERCPs durchgeführt. Hier wurde jetzt eine Frage gestellt, bei einer MRI-Untersuchung wurde in der Leber, in den Gallengängen wurden Steinchen gefunden. Wie kann man solche Steinchen entfernen? Gut, das ist natürlich noch abhängig davon, wie groß die Steine sind, wo die liegen, ob die jetzt ganz peripher in den kleinen Gallengängen liegen. Das lässt sich so pauschal jetzt nicht beantworten. Also das muss man dann von Fall zu Fall anschauen, wenn das Steine sind, die symptomatisch sind und in den Hauptgallenwegen liegen, die zugänglich sind, dann kann man dort das mit dieser ERCP-Untersuchung entsprechend anschauen. Aber das lässt sich so pauschal jetzt ohne den Falldetail zu kennen nicht beantworten. Mhm. Bruno, vorher wurde ja noch diese Frage gestellt, was man da für Möglichkeiten des Austausches hätte, so unter den Mitgliedern vom CCS. Was würdest du raten? Was gibt es für Austauschmöglichkeiten? Ja, wir haben diverse Austauschmöglichkeiten. Sofern der anonyme Fragesteller nicht Mitglied ist, soll er doch sich mal bei uns informieren für eine Mitgliedschaft. Wir haben, sei es Online-Austausch in geschlossenen Gruppen oder dann auch regionale Gruppen, die sich treffen oder eben auch online treffen. Diverse Chatgruppen für spezielle Fälle hätten wir auch. Also ich glaube, in diesem Fall würde es Sinn machen, sich mal bei uns über eine Mitgliedschaft und dessen Vorteile informieren. Mhm.
Luc, wenn unter Remicade erhöhte Leberwerte auftreten, was hat das für einen Stellenwert? Kommt ein bisschen darauf an, wie hoch die Leberwerte sind. Es ist bekannt, dass TNF-Hämmer in seltenen Fällen eine recht schwere Hepatitis, also eine Entzündung der Leber machen können, dass man das dann sogar stoppen müsste. Aber wenn jetzt leicht erhöhte Leberwerte auftreten, sollte man die vor allem mal kontrollieren, im Auge behalten. Und es geht dann auch darum, ob die Leberfunktion noch normal ist oder ob es da schon Störungen gibt. Aber wenn sowas auftritt, sollte man durchaus das sehr gut beobachten. Nicht gleich absetzen, wenn die Leberwerte leicht hochgehen. Das kann durchaus sehr viele andere Ursachen haben. Ich sehe immer wieder, dass dann Patient zum Beispiel Antibiotika bekommen hat unter Remicade und dann kommt jemand auf die Idee, dass Remicade hat die Leberwerte gemacht, aber es waren dann vielleicht die Antibiotika. Also nicht jede Erhöhung der Leberwerte heißt dann gleich, das ist das Remicade und es muss abgesetzt werden. Eine Frage geht dahingehend, dass ein Patient mit Morbus Crohn seit 2 Jahren behandelt wird mit Mesalazin und mit Budenofalk. Und diese Person hat jetzt sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mit praktisch keinen Nebenwirkungen. Jedes Mal, wenn man versucht, Budenofalk abzusetzen, gibt es einen Schub. Pascal, würdest du das, wenn das jetzt ein Patient aus deiner Sprechstunde wäre, wie würdest du mit ihm darüber reden, über diese Situation? Beim Basteln meiner Folien habe ich genau an diesen Fall gedacht. Also Cortisone sind für die Induktion und nicht für die Erhaltung. Und ich habe trotzdem mehrere Patienten, denen gebe ich ewig lang Budenofalk, weil wenn ich dann mehr gebe, dann gehe ich eine extreme Stufe hoch. Und ich glaube, ich schade einem Patienten nicht, wenn ich ihm dauernd Budenofalk gebe, weil das würde man jetzt bei einer mikroskopischen Colitis, die mühsam ist, auch machen. Also go for it, ich würde das nur unterstützen. Luc, würdest du das gleich beantworten? Ja, ich sehe es ziemlich gleich wie der Pascal. Vielleicht würde ich, also ich würde hier sagen, in den offiziellen Leitlinien steht dann ganz strikt, nach 3 Monaten muss man das absetzen. Budenofalk sind Steroide. Die Realität ist eine andere und ich sehe das auch so pragmatisch wie Pascal. Ich glaube, wir alle haben hier schon ganz selten mal Patienten gesehen, die unter der normalen Budenofalk-Dosis Steroid-Nebenwirkungen entwickeln. Das kann es selten mal geben. Und wenn man jetzt im Zweifel ist, könnte man ja bei so einem Patienten sagen, dann messen wir halt mal die Knochendichte, vielleicht am besten mal als Ausgangswert. Und wenn da nichts zu sehen ist und der Patient auch sonst keine Nebenwirkung hat, würde ich das genau wie Pascal sehen. Go for it, warum nicht? Ich möchte da noch einen Kommentar geben. Das Cortiment ist auch Budesonid, aber beim Cortiment steht explizit auf der Limitation, dass das 8 Wochen ist. Und ich glaube, da fragen die Krankenkassen oft nach. Und ich würde nicht einfach so jemandem Cortiment länger geben, weil er ein relevantes Risiko hat, dass die Krankenkasse nachfragt. Dort machen wir es nicht. Wenn jetzt bei diesem besagten Patienten Budenofalk nicht mehr wirken würde, Jonas, was würdest du dann machen? Also Morbus Crohn-Patient, Budenofalk wirkt nicht mehr. Gut, dann muss man sicherlich dann die eben besprochene Darmspiegelung machen und auch anschauen, wie stark ist die Aktivität und wie ist die Ausdehnung. Da gibt es dann ganzen verschiedenen Therapieoptionen, die auch eben diskutiert worden sind. Also ich denke, das ist dann schon auch ein Moment, je nach Schwere auch der Beschwerden und auch über eine weitere Therapie in Richtung Anti-TNF zum Beispiel nachzudenken. Luc, muss man auf irgendetwas achten, wenn man immunsupprimiert ist? Oder hast du irgendwie so 2, 3 Empfehlungen an Patienten, die immunsupprimiert sind? Ja, also ich glaube, dass das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass man sich nicht verrückt macht, wenn man immunsupprimiert ist und dann das Gefühl hat, ich bin jetzt wirklich schon mit einem Fuß in der nächsten Lungenentzündung oder ich darf nicht mehr ins Tram oder ich darf nicht reisen. Die Wahrheit ist doch, wenn wir all unsere Patienten anschauen, wir sehen extrem selten Infektionen, auch bei Patienten mit Immunsuppression. Aber es ist so, man ist eben doch man hat ein leicht erhöhtes Risiko. Was ich dann daraus jetzt schließen würde, ist, ich würde die Impfung für Influenza, das war die alte Empfehlung und jetzt natürlich auch für Covid ernst nehmen. Ich würde die Pneumokokkenimpfung machen. Aber sonst generell, denke ich, ist das Wichtigste eigentlich, wenn die Erkrankung gut eingestellt ist, der Morbus Crohn oder die Colitis, dann senkt das Infektionsrisiko sogar oft. Und wenn Sie mit einer immunsuppressiven Therapie gut eingestellt sind, glaube ich, ist Ihr Infektionsrisiko kleiner.
als wenn Sie jetzt einen aktiven Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa haben. Also auch hier wieder diese Balance Nutzen, Risiko. Im Prinzip müssen Sie nicht auf viel achten und sich nicht große Sorgen machen. Es gibt ja noch Ärzte, die sagen, dass wenn du zum Beispiel dreifach immunsupprimiert bist, Luke, also zum Beispiel Remicade, Imurec und Prednison hast, und dann unter diesen Umständen dann aber vielleicht etwas darauf achten soll, ob man Probiotika zu sich nimmt und so weiter. Ja. Also kannst du dazu noch was sagen? Ja, völlig richtig, Stefan. Du sagst jetzt natürlich, es gibt bei der Immunsuppression gibt es einfach jetzt ein TNFM oder es gibt Kombinationen und je mehr man verschiedene Präparate zusammen hat, dann gibt es schon gewisse Risiken. Es gibt auch diese seltene Art der Lungenentzündung, wo man sogar eine Antibiotika-Prophylaxe hat. Ich denke, Probiotika, um Infektionen vorzubeugen, würde ich eher nicht empfehlen bei der Immunsuppression, aber in ausgewählten Fällen, wenn Sie jetzt wirklich drei verschiedene Immunsuppressiva brauchen, kann so eine prophylaktische Antibiotikatherapie notwendig werden. Das ist wichtig. Und vielleicht das Wichtigste noch, bei der Immunsuppression denken wir immer alle an Biologika, Azathioprin und die Patienten, die am meisten Angst vor dieser Immunsuppression haben, das ist so meine Erfahrung, nehmen oft am leichtfertigsten langjährig die systemischen Steroide ein. Und es sind genau die, die eigentlich mit besonders hohem Risiko für Infektionen verbunden sind. Das ist, glaube ich, noch ganz wichtig, dass wir das uns noch vergegenwärtigen. Cortison, besonders starke Immunsuppression. Es gibt einen Zuschauer, der berichtet, der macht regelmäßig Sport, also geht 2 bis 4 Mal pro Woche joggen. So leichtes Tempo, kein Hochleistungssport, 30 bis 60 Minuten. Und er beobachtet, hat eine linksseitige Colitis ulcerosa, dass das immer wieder zu Schüben führt, wenn er halt diese sportliche Aktivität macht. Und jetzt die Frage, keine Ahnung, wer will dazu etwas sagen, gibt es da einen Zusammenhang? Was kann man dagegen tun? Eigentlich wäre ja sportliche Betätigung ja eher positiv. Das würde man so einer Person in der Sprechstunde raten. Ich glaube, die Person soll Sport machen und eben auf nicht zu hohem Level, weil wenn du ans Limit gehst und dann riskierst du quasi die Darmischemie, dann ist das wie nachvollziehbar, dass man mehr Probleme kriegt. Mhm. Aber ich glaube, das ist das persönliche Feintuning, dass man für sich herausfindet, in welchem Ausmaß, wie lange man welchen Sport tolerieren. Das ist, glaube ich, noch die Frage, ist das dann Schub in dem Moment oder ist das Diarrhoe? Es gibt ja auch bei Spitzensportlern so Diarrhoe, die dann auftritt, die möglicherweise mit dem Schub gar nichts zu tun hat. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch noch zu unterscheiden, aber es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. Ich betreue zum Beispiel noch eine Spitzensportlerin, die auch dieses Problem hat und die eigentlich, seit sie jetzt eine Biologikatherapie begonnen hat, diese Beschwerden eigentlich weniger hatte. Also man kann in so einer Situation sich durchaus auch mal überlegen, ob man vielleicht nicht auf einem zu schmalen Grat steht als Patient mit chronisch entzündlicher Darmkrankheit und ob das nicht zum Beispiel ein Anlass dafür wäre, um eben eine Therapieintensivierung zu machen. Dann, wie steht es um die Wirksamkeit der Corona-Impfung? Ist die bei Stelara reduziert oder nicht? Oder generell Corona-Impfung und Immunsuppressiva? Vielleicht eine Frage an Jonas. Also man hat es kommt ein bisschen darauf an, welches Medikament gegeben wird. Es gibt da auch keine Regel, wie man es jetzt machen muss. Wie wir das so ein bisschen handhaben, ist, dass sicherlich Cortison ein Problem ist. Das heißt, man wird sicherlich bei einer Cortisontherapie versuchen, die Impfung zu einem Zeitpunkt zu machen, wo die Cortisondosis möglichst tief ist oder mal mindestens unter 20 Milligramm ist, wenn man jetzt die Corona-Impfung macht. Bei den Therapien versuchen wir möglichst viel Abstand zur nächsten Infusion oder Medikamentengabe zu haben. Beim Vedolizumab sind wir da eher weniger streng. Wenn das nicht anders geht, haben wir auch Impfungen relativ nah zum Infusionstermin gemacht. Jetzt zum Beispiel bei den Anti-TNF-Medikamenten haben wir zum Beispiel versucht, 2 Wochen Abstand zu halten. Das ist so ein bisschen, muss man ein bisschen so von Fall zu Fall unterscheiden. Dann eine Frage einer Patientin, die hatte vor 20 Jahren eine Operation am Übergang zwischen Dünn- und Dickdarm, also eine Ileozäkalresektion. Und jetzt besteht wieder eine Verengung in diesem Bereich. Wahrscheinlich ist es eine vernarbende Verengung. Und jetzt
wird diskutiert, dass man das nochmal operiert, und zwar nochmal operiert mit dieser Da Vinci-Methode. Das ist so eine Robotertechnik, wo man quasi mit einem Roboter versucht, in Schlüssellochtechnik das vielleicht nochmal anzugehen. Habt ihr irgendwie Erfahrungen mit Da Vinci bei Re-Operationen, bei Status nach Iliozäkalresektion? Habt ihr da schon was dazu gehört? Am Unispital Zürich wird es ja gemacht, in Irslanden wird es gemacht und nicht zuletzt auch in Bethanien. Die haben ja, glaube ich, auch einen Da Vinci. Ich glaube, die Frage 1 ist, braucht es eine Operation, ja oder nein? Und dann braucht es einen guten Chirurgen. Und der Chirurge, der wird jede Operation beginnen. Und wenn es Probleme gibt, dann wird er die Methode ändern. Und der Chirurge, der den Da Vinci macht, der kann garantiert auch die Laparoskopie, und dann ist das ein erfahrener Arzt. Ich glaube, was schlecht wäre, wenn man zu einem Arzt geht, der gesagt, ich mache sofort einfach die Laparotomie, dann ist man wahrscheinlich nicht am richtigen Ort. Mhm. Aber am Schluss muss der Chirurge, der operiert, entscheiden, was er am besten kann. Und Sie können sich den Da Vinci so vorstellen, das sind wie kleine Hände dann, weil man diese Instrumente im Körper drehen kann, und dann kommen sie an verschiedene Orte hin. Aber das ist so eine fortgeschrittene Laparoskopie. Aber mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also wenn der im Unispital wäre, ich weiß nicht, ob Professor Turina das mit dem Da Vinci machen würde, aber der würde das gleich gut auf laparoskopisch operieren. Ja, ich sehe das genau wie du, Pascal. Also das ist, für mich ist das auch nur eine, also nur, es ist eine neuere Art der Laparoskopie, wo man 3D sehen kann, und die Chirurgen sagen dann, dass sie gewisse Nähte vielleicht besonders gut machen können, aber also wir alle kennen wahrscheinlich die genaue chirurgische Literatur dazu nicht im Detail, aber ich denke schon, dass es noch alles andere als klar ist, ob diese Methode am Ende besser ist als die normale Laparoskopie oder nicht. Und wie du es sagst, die meisten Chirurgen würden sich ja hüten, vorher dem Patienten zu sagen, wie sie es genau operieren können, sondern sie würden immer sagen, wir fangen mal so an, und wenn wir dann sehen, dass die Vernarbungen zu stark sind, kann es dann leider sein, dass wir einen kompletten Schnitt machen müssen. Ich glaube, das ist genau wie du das sagst, ja. Und desto häufiger ein Patient voroperiert ist, desto schwieriger wird es dann auch, bestimmte Methoden anzuwenden. Auf was oder kann, soll ich schauen bei der Ernährung? Die Patientin fragt jetzt konkret nach mikroskopischer Colitis, aber vielleicht so generell bei chronischen entzündlichen Darmkrankheiten. Jonas, ihr habt ja jetzt, glaube ich, neu eine Ernährungsberatung bei euch. Auf was achtet ihr besonders bei Patienten mit chronischen entzündlichen Darmkrankheiten und oder mit mikroskopischer Colitis? Gut, es kommt zum einen natürlich darauf an, welche Erkrankungsform es ist. Ist jetzt das Colitis, ist das Morbus Crohn, ist dort ein Dünndarmbefall vorhanden, ist das jetzt nur ein Schub vom Dickdarm, ist dort die Gefahr, dass dort auch Nährstoffe im Dünndarm nicht richtig aufgenommen werden. Also es gibt dort diesbezüglich anti-entzündliche Diäten, die bei uns die Diana Studros durchführt, und das ist sicherlich sinnvoll, das mit anzuschauen. Und auch insbesondere beim Schub zu schauen, dass man auch bedarfsdeckend ernährt ist und entsprechend genügend Kalorienzufuhr erhält. Ich möchte noch ein Buch erwähnen, was die Ernährungsberaterinnen immer an unseren Fortbildungen bewerben. Wer dieses Buch noch nicht kennt, man kann das für 13 Franken kaufen, und das macht Spaß zu lesen. Essen Sie nichts, was nicht Ihre Großmutter als Essen erkannt hätte, und dann haben Sie mit ganz viel Freude schon viele Ideen für die Ernährung. Es ist noch spannend, dass du das sagst, Pascal, weil wir haben ja in den letzten Jahren jetzt bei der Ernährung bemerkt, früher hieß es ja, haben wir den Patienten, oder nicht, vielleicht nicht wir, aber die Ärzte haben den Patienten immer gesagt, sie können eh essen, was sie wollen, das spielt keine Rolle bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, und die Patienten haben uns schon immer gesagt, das kann doch nicht sein, das muss doch eine Rolle spielen, und jetzt gibt es in den letzten wenigen Jahren immer mehr Studien, die wirklich gezeigt haben, dass so prozessierte Nahrungsmittel, Nahrungszusatzstoffe und genau in deine Richtung, also Dinge, die deine Großmutter nicht gehabt hätte, die Chemie, dass die durchaus bei empfindlichen Menschen eine Schrankenstörung im Darm machen kann und eventuell sogar wirklich chronisch entzündliche Darmerkrankungen auslösen kann. Da gibt es jetzt also ganz neue Studien, die jetzt auch an den Kongressen dieses Jahr präsentiert wurden. Also ich glaube, da ist wirklich was dran, und es ist sicherlich so, dass es mehr als einfach nur ein Glaube, dass diese Zusatzstoffe oder die prozessierten industriellen Nahrungsmittel schlecht sein könnten.
Gibt es Langzeitfolgen bei einer Dilatation oder sind Komplikationen meist sofort nach der Koloskopie erkennbar? Ich glaube, wenn die größte Langzeitfolge, Stefan, ist wahrscheinlich bei der Dilatation, wenn wieder Symptome kommen, dass sie einfach nicht dauerhaft wirkt. Ich denke, die Patienten, die eine Komplikation von der Dilatation haben, also wirklich eine Verletzung, eine sogenannte Perforation, das kommt sofort und nicht erst nach Wochen oder Monaten. Aber wenn sie jetzt eine Dilatation hatten und das Gefühl hatten, es wird besser und dann später wieder, ich habe wieder mehr Schmerzen und Probleme, dann ist es wahrscheinlich eher so, dass die Dilatation es nicht geschafft hat, dauerhaft diese Engstelle zu beheben, was leider nicht so selten ist bei der Dilatation, was man ehrlicherweise sagen muss, da sind die Chirurgen besser, das definitiv zu lösen, dafür ist es auch aufwendiger. Mhm. Was nützt bei einer Entzündung von einem Pouch? Also Pouch, das sind Patienten, die hatten vorher eine Colitis ulcerosa, dort wurde der gesamte Dickdarm rausoperiert. Ein Teil des Dünndarmes wird dann quasi zu einem Sack gebastelt, das nennt sich dann Pouch. Und was kann man einsetzen bei so einer Pouch-Entzündung? Also auch dieser Sack kann sich dann entzünden. Pascal, was würdest du einsetzen? Probiotika oder? Also man kann unterteilen die Schublade akut und die Schublade chronisch. Wenn Sie eine akute Pouchitis haben, dann ist der erste Schritt ein Antibiotikum. Und wenn es dann mühsamer mit Prüfen wird, dann setzen wir auch Cortison ein. Und wenn es noch mühsamer wird, dann setzen wir die Biologik ein. Und dann gibt es auch die Daten, die zeigen, dass wenn Sie immer wieder Pouchitiden kriegen, dass Sie mit Probiotika einen Rückfall ein bisschen vermeiden können. Aber das ist dann ein bisschen teuer, weil das Präparat kostet 5 Franken pro Tag und meistens kriegt man keine Kostengutsprache. Und dann wird es dann schwierig, ob man einem Patienten Kosten von 5 Franken pro Tag gleich 1.500 Franken im Jahr zumuten soll. Mhm. Ich glaube, da sind Sie gut bedient, das mit Ihrem Arzt zu besprechen, dass Sie auch nicht in den Kosten erstickt werden. Zuschauer 396292 schreibt, wenn ich eine stabile Remission bin, habe ich manchmal sehr akute gallige Durchfallepisoden. Der Stuhl ist dann spritzend gelb und schäumend. Nach 1 bis 2 Entleerungen ist der Spuk meist schon wieder vorbei. Worauf könnte man so etwas zurückführen? Sehr bildlich jetzt beschrieben. Wie würdet ihr so etwas dann angehen? Oder fällt euch da noch so gerade spontan etwas dazu ein? Vielleicht Luc, du hast noch vorher erzählt vom Gallensäureverlustsyndrom. Vielleicht könntest du das nochmal jetzt unter diesem Aspekt nochmal bringen. Ja, also den Aspekt könnte man sicherlich bringen, Stefan. Aber bevor ich den Aspekt bringe, vielleicht noch einen anderen wichtigen Aspekt. Der geht in die Richtung von dem, was Jonas vorher mit der Darmspiegelung gesagt hat, bei der Verschlechterung. Also nicht alle Symptome, wenn man Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa hat, bedeutet, dass es ein entzündlicher Schub. Es gibt eben sehr oft auch so reizdarmartige Zustände. Wir wissen, dass etwa jeder dritte Patient mit Morbus Crohn und Colitis auch reizdarmartige Zustände haben kann. Und Patienten mit Reizdarm haben oft so explosive Stuhlgänge zwischendurch. Und was ich da nicht als erstes auch versuchen würde, wäre eine sogenannte Stuhlregulation mit einem pflanzlichen Quellmittel, dass man versucht, das praktisch, um jetzt wieder bildlich zu bleiben, der Stuhl immer schön homogen in einer angenehmen Konsistenz bleibt und nicht mal so ein hart und spritzend nebeneinander ist. Also das wäre so meine erste Wahl. Und dann kommt das, was du gesagt hast, Stefan, wenn man jetzt davon ausgeht, dass da wirklich Gallensäuren eine Rolle spielen, wie der Patient das selber vermutet, dann könnte das sein, dass praktisch Gallensäuren aus dem Dünndarm irrtümlich in den Dickdarm schwappen und da den Dickdarm reizen. Und da gibt es diese Gallensäurebinder, das ist das Quantalan. Das ist ein Pulver, was graulich, also gräulich schmeckt, so chemisch salzig, aber es wirkt dann hervorragend. Und das kann man in so einem Fall dann mal versuchen auch. Ich glaube, spätestens jetzt fragen sich die Zuschauer, wie man so einen Job überhaupt machen kann. Fragen meine Kinder auch ständig, wieso machst du so einen Job? Genau. Ich möchte noch etwas ergänzen. Wenn diese Phase zu lang geht mit spritzenden gelben Stuhlgängen, dann sollten Sie noch eine Stuhlprobe haben, um Clostridien auszuschließen. Ja, genau. Oder Giardia oder was auch immer, genau. Absolut, Pascal, ja. Gut, es hat noch einige Fragen, wir werden wahrscheinlich nicht mehr alle schaffen. Ich würde noch so vorschlagen, 2 bis 3 maximal und dann würden wir
dann diese Veranstaltung dann beenden. Vielleicht sind die Entyvio-Fertigspritzen schon zugelassen und würden Sie die Spritzen empfehlen oder würden Sie bei der Infusion bleiben? Vielleicht auch eine schöne Frage. Pascal, du hast so genickt, so wissend. Also ja, es gibt die Entyvio-Spritzen seit März, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist jetzt eine extreme Stilfrage. Eben, sind Sie ein Patient, der sich selbst eine Spritze alle 2 Wochen geben möchte oder nicht? Ich habe Patienten, die das möchten. Und ich habe Patienten, die sagen, ich bin so froh, wenn ich die Verantwortung abgeben kann. Ich komme unregelmäßiger zu dir. Und dann mache ich Pause und kriege diese Infusion und dann kann ich es wieder lange vergessen. Das ist komplett eine Stilfrage, die Sie sich selbst beantworten dürfen. Gut. Nachdem wir ja Stuhltransplantation schon besprochen haben, gibt es ja noch ein zweites Thema, was ja nie bei solchen Veranstaltungen fehlen darf. Und das ist der Einsatz von CBD. Vielleicht, Jonas, willst du was zu CBD sagen? Was rätst du, wenn dich deine Patienten fragen nach CBD? Also es wird viel häufiger angewendet, als man eigentlich denkt. Also ein guter Teil der Patienten wendet das an, in welcher Form auch immer, Tropfen oder halt zum Inhalieren. Und was man sicherlich weiß, ist, dass es gewisse Symptome der Erkrankung gerade in Schüben auch lindern kann. Von den Daten, die man bis jetzt hat, ist es sicherlich keine Therapie, um jetzt den Schub zu behandeln, aber symptomatisch für gewisse Patienten sicherlich Linderung und ich glaube, es wird häufig angewendet. Noch 2 kurze Fragen, kurze Antworten. Omega-3-Fettsäuren, soll man die anwenden oder nicht, Pascal? Dürfen Sie machen, wenn Sie wollen, aber ich empfehle das nicht. Es nützt wohl zu wenig und das kostet Geld. Und vielleicht noch, ich sehe mit dem rechten und linken Auge nicht genau gleich, sondern so ein bisschen versetzt. Diplopie, Doppelbilder. Der Augenarzt gab mir Tropfen gegen erhöhten Augendruck. Vielleicht, welche Medikamente machen erhöhten Augendruck, Luc? Cortison ist das bekannteste. Ich dachte schon, du willst mich jetzt fragen, was man machen soll. Ich hätte gesagt, nochmal zurück zum Augenarzt, weil das wirklich, also Spaß beiseite, derartige Dinge sind natürlich schon wichtig und wir als Gastroenterologen können da nur schwierig Auskunft geben, aber wenn Sie wirklich Sehstörungen haben und einen erhöhten Augendruck, dann ist es sicherlich wichtig, dass man das Glaukom regelmäßig kontrolliert und dann sind Steroide absolut tabu und da wäre ich dann auch vorsichtig bei langen Budesonid, muss ich sagen, in so einem Fall. Ich glaube, die Frage zielt auch ein bisschen dahingehend von der Zuschauerin, dass die Frage war, gibt es da auch Spezialisten für Augenheilkunde, die sich zum Beispiel mit erhöhtem Augendruck beschäftigen oder mit Gelenken oder mit der Haut? Ich glaube, fragen Sie Ihren behandelnden Gastroenterologen, wenn Sie solche Beschwerden haben, also berichten Sie darüber, wenn Sie solche Beschwerden haben. Und Sie dürfen auch durchaus bei Ihrem Gastroenterologen auch mit ein bisschen Nachdruck auch fordern, dass er Sie dann zum Beispiel zum Rheumatologen, Dermatologen oder zum Augenarzt überweist. Also im Zweifelsfall, also wir 4, die jetzt hier sitzen, wir sind extrem eigentlich dafür, dass man eben das Ganze als ein als Team-Event anschaut. Gerhard Rogler ist jetzt auch noch dabei, das heißt, wir sind jetzt zu 5 hier, die eigentlich alle sehr das propagieren würden, dass man eben diesen Austausch zusammen mit Gastroenterologen, Dermatologen, Rheumatologen sicher pflegen sollte und man sich dann eben auch Hilfe holen sollte dort. Ja, eine Frage, Eibischwurzel und Käslikraut. Käslikraut sind Malvenblätter. Soll man das trinken? Kann das die Darmwand schützen? Gibt es Studien zu diesem Thema? Gerhard, du hast, das wäre, glaube ich, genau die richtige Frage für dich. Also ich kenne keine Studien dazu. Ich kenne ja jetzt Studien zu einigen Pflanzenprodukten und wir haben ja selber eine gemacht, aber zu denen spezifisch kenne ich keine. Und vielleicht noch eine Patientin, die sagt, dass sie einen sehr hohen Wert, Entzündungswert im Stuhl hat, dass dieser Calprotectin-Wert sich aber eigentlich recht gut fühlt. Was macht ihr mit Patienten, wo ihr hohen Calprotectin-Wert seht, aber eigentlich Patienten habt, die sehr, sehr wenig Symptome haben?
Pascal? Das ist extrem abhängig davon, wie gut ich diesen Patienten kenne. Ich habe Patienten, die sind in einer Remission, zum Beispiel mit einem Crohn des Kolons. Man sieht fast nichts, aber die haben seit Jahren ein Calprotectin von 1000. Dann mache ich auch nicht viel. Aber wenn Sie einen Crohn haben, irgendwo im Dünndarm, und Sie haben einen riesenhohen Calprotectin-Wert, dann möchte ich sicher sein, dass Sie nicht in ein Desaster laufen mit einem falsch eingeschätzten Crohn irgendwo in der Mitte des Körpers. Also diese Frage, die kann man nur beantworten, wenn man sie kennt. Gut, ich würde vorschlagen, es gibt noch 4 Fragen, falls diejenigen, die die Fragen gestellt haben und sich noch nicht gut beantwortet fühlen, dann dürfen die mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich wäre dann auch bereit, diese Fragen dann auch schriftlich zu beantworten. Aber sonst würde ich vorschlagen, würden wir jetzt abschließen und ich übergebe noch Bruno Giardina das Wort für den Schlussappell. Dankeschön, Stefan. Ja, es bleibt mir nicht viel übrig, als euch 5 Danke zu sagen. Es war sehr spannend. Wir hatten viele Zuschauer. Bis jetzt eigentlich, also trotz den vielen Fragen, sind immer noch sehr viele Zuschauer online. Ich glaube, es sind auch sehr viele gute Fragen gekommen und ihr habt das super beantwortet. Nochmals herzlichen Dank. Und ja, für die, die am Anfang vielleicht etwas Mühe hatten mit dem Einwählen, in den nächsten Tagen wird das ganze Webinar bei uns auf der Webseite stehen als Videodatei. Da können Sie die Teile nochmals anschauen oder das Ganze nochmals anschauen, wie es Ihnen lieber ist. Und ich danke vielmals und wünsche einen ganz schönen Abend und einen schönen Sommer. Gut, wenn er dann mal kommt. Tschüss zusammen. Tschüss. Ade. Ade.